YouTube, was geht ab, Freunde? Ich kann's nicht fassen, aber... Hallo YouTube, das hier ist mal eine etwas andere Folge. Heute ist der Chat mit dabei. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn das der Fall sein sollte, liken und abonnieren, feels, okay, Mann. Ja, basically das, was der Typ gesagt hat, Freunde. Im Grunde ist alles wie immer, nur mit einem Twist. Das Ganze ist heute live aufgenommen. Ich wollte es mal ausprobieren. Wenn es mir gefällt, mache ich es öfter. Wenn nicht, dann nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das so live gefällt oder nicht. Und ja, Freunde, dann starten wir mal rein. Holy shit, Digga. Lang ist es her. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ich weiß auf jeden Fall aber, dass ich vorhin in diese Welt gegangen bin, um den Shader einzurichten. Und dann dachte ich so, hä? Habe ich vergessen, irgendwie den Charakter mit rein zu kopieren? Weil wo sind meine ganzen Sachen hin? Und dann hat sie mich gehittet, Chat. Junge, ich bin letztes Mal in der Lava gestorben, oder? Wir haben auf jeden Fall Maler noch am Start, Freunde. Das ist nicht Maler, Mom. Das ist Maler. Oder? Warte mal. Das ist Maler. Hallo. Ich denke, als allererstes sollten wir uns vermutlich ein bisschen Eisen catchen. Was ich glücklicherweise durch meine Eisenfarm ausreichend haben müsste. Holy shit, ich bin fucking rich. Boom, 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 boom. Boah, es ist voll komisch, das gerade live aufzunehmen. Sonst war es immer offline, Chat. Fühlt sich nur komisch an, weil du jetzt nicht in Slash Creative gehen kannst. Willst du mir gerade unterstellen, dass ich in meinen Let's Plays gecheatet habe? Digga, ich habe für diese gottverdammte Eisenfarm da unten, die Scheiße da unten, 7 Stunden gefarmt, Bro. Chat, ich habe nicht ein einziges Mal gecheatet in meiner Minecraft Let's Play Offline-Aufnahme. Aber ich will nicht sagen, dass ich es vielleicht nicht versucht hätte. Ja, vielleicht habe ich es versucht und nicht hinbekommen. Vielleicht wollte ich mir einen Villager-Spawn-Egg geben, aber habe nicht hinbekommen, die richtige Farbe zu geben. Und dann wäre es ein anders farbiger Villager gewesen. Okay, vielleicht ist es passiert. Ja, mag sein. Aber ich habe nie gecheatet. Chat nicht die Hautfarbe, die Klamotten, ihr Vollidioten. Alright, ich denke, wir haben vom Ding her alles. Ab in den Nether, Freunde. Ich würde sagen, wir bauen als allererstes Blaze Rods und Enderperlen. Sollte eigentlich relativ easy werden. Ich glaube, wir kriegen das First Try hin. Okay, Chat, wenn ich mich recht entsinne, dann war mein Portal irgendwo hier. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Oh mein Gott. Das war mein erster Anlauf, Bro. Bro. Und dann habe ich das Ganze das zweite Mal versucht. Und dann war es das hier. Und dann hier ist das Final Portal, Junge. Oder kann man sich nicht ausdenken, Junge. Okay, okay. Wir müssen hier erstmal raus. Warte mal, ich glaube, hier geht's raus, ne? Ich glaube, hier habe ich mich rausgebaut. Ja. Und dann hier hoch. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Festung nah war. Warte mal, könnte ich nicht rein theoretisch in mein YouTube-Video gehen und einfach gucken, wo die Festung war und dann einfach genau dahin gehen? Ich meine, das ist nicht direkt cheaten, oder? Es ist mehr nachgucken. Bro, wer ist er? What the fuck? Warte mal, kann sein, dass ich es nie zu einer Festung geschafft habe? Oh, da ist er! Oh, oh! Okay, 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 okay. 837. Oh, oh, oh. 837 minus minus 840 und minus 152. Okay, das heißt, wir müssen in diese Richtung. Nee, wir müssen in diese Richtung. Ne, wir müssen in diese Richtung und ein Stück in diese. Wie wäre es mit Minecraft, aber IRL Damage? Oder wie stellst du das vor? Jedes Mal, wenn ich Schaden nehme, dann schneidet mir jemand das Bein ab, oder wie? Elektroschocker. Okay, wenn ihr wollt, können wir mal eine Minecraft-Let's Play-Folge machen und jedes Mal, wenn ich Damage nehme, dann darf Tim mir einen Elektroschock verpassen. Minecraft, aber mit Vibrator am Arsch? Ja, da wäre ich, glaube ich, raus. Oh! Noch so eine Schweinefestung. Boah, sollen wir in die reingehen? Das Ding ist halt, es ist übelst risky und wir könnten sterben, aber da sind überall goldene Blöcke. Kann da irgendwas anderes droppen außer Gold? Oh, Goldäpfel, Bro. Goldäpfel ist smart, oder? Für den Enderdrachenfall. Aber Toni wartet auf dich. Oh, ich habe zugesagt zu dem Toni-Format anscheinend, was vor 6 Minuten gestartet hat. Freunde, wir sehen uns nach dem Cut wieder. Bro, shit. Alright, wir sind zurück, Freunde. Für euch war es nur ein kleiner Schnitt. Für mich war es ungefähr 4 Stunden Zeit, die vergangen ist. Hab das Format, was wir gerade gemacht haben, nicht gewonnen. Aber ich denke mal, surprise jetzt niemanden. Alright, Freunde, dann holen wir uns mal. Dann holen wir uns mal hier die Sachen, wa? Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich dachte, ich falle in die Lava. Holy shit, holy shit. Ah! Nein! 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 Bro, come on! Oh mein fucking Gott! Ey, Mann, das gibt's nicht, Freunde. Alright, wir equippen uns eben neu und dann sehen wir uns nach dem Cut. Alright, Freunde, zweiter Versuch. Ich hab das Gefühl, dass es dieses Mal klappen wird. Scheiße, wo bin ich denn vorhin weitergegangen? Chat, weiß es noch irgendwer? In die Lava, perfekt. Danke, Jungs. Watch this movement. Holy shit, holy shit, insane. Ah! Oh mein
fucking Gott! Alright, ich equip mich eben und nach dem Cut sind wir wieder im Nether. Bis gleich! Ja, für euch gibt's wieder keinen Cut-Chat. Da muss ich euch leider enttäuschen, für euch gibt's leider keinen. Bilbo, bitte schneid das nicht mit rein. Naja, ich sag mal, vielleicht nicht verkehrt, Chat. Dann haben wir es noch für den nächsten, den übernächsten und den überübernächsten Try. Ich sag mal, ist vielleicht nicht verkehrt, you know? Ey, wisst ihr, was ich am schlimmsten finde daran, dass wir sterben? Dass ich jedes Mal erneut an diesen zwei Portalversuchen hier vorbeilaufen muss, Digga. Das macht mich wirklich am meisten sauer. Und dann gehe ich in das hier, Bro. Alright, wir sind wieder zurück, Chat. Dann machen wir es jetzt mal, wa? Digga, ich sehe irgendwie schon kommen, dass ich jetzt einfach nochmal in Lava sterbe und dann die Folge einfach endet. Imagine, Bro. Und dann ist das YouTube-Video einfach, wie ich dreimal sterbe. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh, Junge, holy shit. Ich find's geil, wie hier auch jedes Mal andere Blöcke sind. Weil ich einfach schon jedes Mal hier mit anderen Blöcken herkomme. Bro, was ist das? Digga, ey, Mann, jetzt sind's nochmal andere. Digga, ganz übles Ding hier, ganz übles Ding. Ey, Manno. Oh, Chat, ich hab vergessen zu traden. Das nächste Mal, wenn wir so einen Atzen sehen, können wir traden mit dem. Vielleicht gibt er uns eine Fire Potion, Chat, dann sollten wir eigentlich good to go sein. Dann ist es eigentlich nearly impossible zu sterben. Die Schweinis machen keinen Feuerschaden. Ja, an den sterbe ich auch nicht, WTF. Oh, da ist noch eine Bastion? Dann müssten wir ja eigentlich kurz reingehen und Netherite holen, oder? Nee. Oh mein Gott, nee. Nee, eins nach dem anderen. Okay, ich habe einen Plan. Wir gehen nicht rein, Chat, Wir traden nur mit denen. Oh mein Gott, was? Alter, Bro, hä? Ich hab doch die goldene Rüstung an, Bro. Ich hab doch die goldene Rüstung. WTF? Die greifen da immer an. Oh mein Gott, was? Die schäbigste Folge von allen. Geh einfach ohne Rüstung. Es sollte alles da noch liegen. Okay, es wäre sick, wenn ich jetzt einfach kurz dahin laufe, meinen Stuff wiederhole und wir weitermachen. Okay, das ist jetzt ungünstig. Ich spinne einfach vorbei, oder? Easy. Boom, easy fucking. Oh, fuck! Okay, wir rüsten uns neu aus. Willst du die Folge extra scheiße machen, dass die Kommentare aufhören? Junge Robin. Nein, ich hatte mir wirklich vorgenommen, das Minecraft-Let's Play jetzt weiterzumachen. Jetzt nervt doch nicht. Kommt Kevin diesmal lebend aus dem Nether? Digga, wollt ihr mich verarschen? Es gibt eine Wette dafür? 62% auf Nein? Bro, ich schaff das jetzt. Seid ihr dumm? Als ob ich jetzt nochmal blow. Meint ihr, unser Stuff ist noch in der Festung drin? Ich guck mal kurz. Nee. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Nee, das ist dumm. Ich lass mich schon wieder verleiten, Bro. Das ist stupid. Yo, okay, sorry, Alter. Oh mein Gott. Oh. Boah, Junge, das ist wirklich Filme hier. Junge, oha! Bro, wo kommt der Damage her? WTF? Nein. Oh mein Gott. Bruder, ich fühle mich wirklich, als wäre ich in einem Dark Souls Fight gerade. Noch einer! Nein! Ah! Kommen die auch runter? Wie ist das? Oh mein Gott, Bro, warum ist das gerade so intens? Digga, es fühlt sich an wie so ein Dream-Video, wo so viele Leute mich verfolgen. Das Ding ist... Oh, perfekt, geiler Waterbucket. Das Ding ist, mit mich verfolgen vier Schweine einfach. Okay. Oh mein Gott, kurz Pause. Holy shit. Hier müsste irgendwo die Festung sein. Wahrscheinlich da hinten. Ja! Oh mein Gott! Jungs, let's go! Wir sind so nah dran, Chat. Wir dürfen jetzt nicht choken, Bro. Wenn wir jetzt choken, wäre es wirklich übertrieben peinlich. Ich tue so, als könnte man noch irgendwas retten an meiner Performance. Als würden... Egal. Alright, ladies and gentlemen. Ich würde sagen, bevor wir reingehen, craften wir uns kurz neues Essen, oder? Ich glaube, das ist am smartesten. Nicht, dass wir gleich out of Essen gehen, das wäre dumm. So, wir machen uns ein paar Soups. Okay, schön. Alright, rein in die Schlacht vorne. Boom! Alright! Ladies and Gentlemen, unser erster Blaze Rod. Oh, nice. Freut sich über 2 Eisen und hat 5 Stacks. Oh, Bro, true. Digga, voll vergessen.
Ja, oh mein Gott, Digga, ich bin so lost heute. I don't know, man. Ey, mein Kopf ist heute wirklich so dumm irgendwie. Ich weiß nicht, ich schlaf schon wieder so beschissen jetzt Tage. Ich schlaf gerade so jede Nacht so 5 Stunden oder so. Ist ganz übel. Deswegen verkacken wir heute auch so. Alright, dann holen wir uns die Dinger mal. Okay, 2. 3, nice. Oh, der hat gedroppt, aber der hat mir... Ah, doch, ich hab die bekommen, glaube ich. Okay, ich hab 5. 6, let's go. Boah, das läuft gut gerade. Wir haben gerade eine sehr, sehr gute Drop-Chance, Jungs. 7, nice. Nice, wir haben noch eine bekommen. Oh, kurz dippen. Eine machen wir noch. Wir haben's, oder? Wir haben's. Oh mein Gott, sogar 10. Let's go. Und wir gehen. Boah, let's go, Chat. Let's go. Alright, wir müssen es jetzt nur noch securen in die Base bringen. Und dann haben wir es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, habt ihr diesen einen Feuerball gesehen? Bro, der war legit vor mir gerade. Komm, ich fight dich auch nochmal. Get wrecked. Das ist nicht dein Ernst. Willst du mir sagen, hier am Spawn, Bro, wäre eine Festung gewesen, Digga, und ich bin einfach vorbeigelaufen? Digga, das hat mich 2 oder 3 Stunden meines Lebens gekostet, dass die Festung so weit hinten war und ich 1000 Mal auf dem Weg gestorben bin. Spring einfach in die Lava und beende das. Ja, Bruder, kurz davor. Boah, geh ich kurz rein. Es ist ja einfach nur einmal kurz reingehen, oder? Kurz reingehen, Goldblock holen, gehen. No Joe, das überlebe ich. Oh mein Gott, da wollen wir hin, richtig? Das ist der Übershit. Ich flehe dich an und save die Blazons. Ja, nee, wir versuchen's, Bro. Ich geh das hin. Okay, ich überlege, ob ich einfach straight up hier runterfahre mit dem Boot. Es ist wirklich eine crazy ass Strat, aber ich glaube, sie wird funktionieren. Okay, die große Frage ist halt auch, wie kommen wir hier wieder raus, ne? Aber ich sag mal... Oh, das ist mein Portal! Oh! Bro, dann habe ich hier schon gelootet. Digga, ich mache hier Mission Impossible, Bro. Geh hier runter, als wäre es hier sonst was, Digga. Oh mein fucking Gott. Ja, okay, wenn wir hier sind, können wir auch gleich kurz die Base-Shot saven. Oh mein Gott. Ladies and Gentlemen. Boom, Alter. Oh mein Gott, ich habe mich in meinem Leben noch nie so gefreut über 10 Blaze Rods. Soll ich euch erzählen, was meine ursprüngliche Idee war für diese Folge hier, die ich live mache? Dass ich einen Speedrun mache. Ich hatte vor, einen Timer irgendwo einzublenden, Digga. Und einfach einen Speedrun zu hitten. Ey, yo, geile Idee, Digga. Wirklich, ey, big Shoutout. Das war meine ursprüngliche Idee, Digga. Oh, das ist der Erste. Das ist der Erste, Freunde. Rein mit Ihnen, junge Dame. Digga, setz dich doch rein, oha! Bro, hallo! Hallo! What the fuck? Dieser Mensch hat ja gar keine Lernkurve. Digga, das ist eine erste Chatnachricht. Noch nie geschrieben, Digga. Nebel HD 3000, Junge. Noch nie geschrieben hier, Bruder. Danke, Dog. Ey, herzlich willkommen. Freut mich unfassbar, dass du hier bist. Perfekt, Digga. Jungs, ihr seid die Besten. Kuss geht raus. Okay, nice. Wir haben alle Sachen wieder. Okay, Comeback, Chat. Comeback. Alright. Oh mein Gott, let's go. Wenn er jetzt nicht meine Enderperle droppt, ich schwöre. Okay. Ja, okay. Fair ist fair. Alright, Ladies and Gentlemen, wir haben unsere erste Enderperle. Ey, ich muss wirklich sagen, das Minecraft Let's Play bockt extrem und so. Ja, don't get me wrong. Ist alles sehr nice. Aber der Insider der Minecraft-Kommentare war legit für eine Woche funny. Danach war es einfach nur nervig. Und es hört einfach nicht auf. Es ist unfucking stoppable, Bro. Ich fühle mich wie Iblali, Junge, mit Magst du Bratwurst. Es ist wirklich ganz, ganz übel. So, junge Dame. Oh mein Gott. Holy shit. Smartest Minecrafter on Earth. Okay, 2. Enderperle. Okay, das ist die 3. Alright, 8. Ja, Junge, setz dich doch rein! Ja, oh mein Gott, Digga, setz dich nicht rein, ich schwöre. So abgehoben. Boom, let's go! Oh mein Gott, und jetzt ziehen wir aber sowas von durch. Heilige Mutter Maria, wir haben's, Chat. 13 Stück. Geil. Da ist sie. Oh mein Gott, das ist das letzte Mal, dass wir sie sehen, Chat.
Die Wand der Schande. Oh mein Gott. Digga, nie wieder sehen wir die Scheiße. Wirklich, es fühlt sich an, als wäre mein Vater schon diese Strecke gegangen, Bro. Mein Opa, Junge, und mein Uropa, Alter. Und ich bin jetzt die vierte Generation, die hier langläuft. Aber es ist das letzte Mal, dass wir da lang müssen. Heilige Mutter Maria, let's go. Oh mein Gott, da hinten ist das Portal. Oh, wir haben es fast geschafft, Chat. Okay, da ist es. Alright, ruhig jetzt, Chat, ruhig. Oh! Let's go! Ladies and Gentlemen. Boom. Oh mein Gott, ich hoffe, ich muss das nie wieder machen. Heilige Scheiße, war das anstrengend. Alright, Ladies and Gentlemen. Das hier war's für die Folge. Ich wollte eigentlich in der Folge den Enderdrachen töten, aber ich sag mal, da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Dementsprechend hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder in 2 Monaten. In dem Sinne, macht's gut, Freunde.